Danke, dass Sie hier sind, dass so viele auch in diesem Morgen hier heute zusammenkommen an diesem Denkmal. Sehr geehrte Frau Botschafterin Lippstadt, a warm welcome to you. Thank you for coming. It's a great pleasure that you can be with us. But you haven't a voice, so you will have your translator, Mr. Crosby. A warm welcome to you. Sehr geehrter lieber Küff Kaufmann, sehr geehrte Frau Lefkowitz, sehr geehrter Herr Sojonow, liebe Leipzigerinnen und Leipziger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die islamistische Terrororganisation Hamas hat mit dem Angriff vom 7. Oktober einen gefilmten Massenmord an über 1400 überwiegend jüdischen Menschen, darunter Frauen wie Männer, Babys, Kinder und Jugendliche, Großmütter wie Großväter und der Entführung von über 240 Menschen, Israel den Vernichtungstod erklärt und darüber allen Überlebenden mit dem Tod gedroht. Die Mordkommandos kamen am Schabbat und fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Ausbruch des Yom Kippur-Krieges. Noch nie seit der Shoah gab es so viele jüdische Opfer. Der genozidale Angriff hat weithin Entsetzen ausgelöst. Und bei vielen Israeli, bei Menschen jüdischen Glaubens, den Glauben an Israel als sichere Heimat schwer erschüttert. Mit dem Angriff vom 7. Oktober steht die Existenz Israels auf dem Spiel. Die Schockwellen der Massaker reichen weit. Sie sind auch hier in Europa, in Deutschland und auch in unserer Stadt zu spüren. Fernab der inzwischen von den Israel Defense Forces gestatteten Kampfhandlungen gegen die Hamas in Gaza. Der durch die Hamas in barbarischer Weise neu entfachte asymmetrische Krieg und die ihn seit Wochen begleitenden Demonstrationen bedrohen die Sicherheit Israels und von Jüdinnen und Juden weltweit, auch hier bei uns. Wir sehen, ob in den sozialen Medien oder auf Demonstrationen, unverhohlenen Jubel über die Schläge der Hamas gegen Israel. Und wir sehen fanatischen Hass gegen das vermeintliche koloniale Projekt Israel. Wir erleben Gewalt gegen jüdische Einrichtungen an vielen Orten in Europa und weltweit. Der heutige Tag, der 9. November, ist in Deutschland ein Tag des Gedenkens und der Trauer. Was den 7. Oktober 23 und den 9. November 1938 verbindet, ist blanker Antisemitismus. Vor genau 85 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November, erreichte die von den Nationalsozialisten seit der Machtergreifung vorangetriebene Einkreisung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden eine neue Eskalationsstufe. Die Bilder dieser Nacht, Lichterloh, brennende Synagogen, zerstörte jüdische Einrichtungen, haben sich tief ins Gedächtnis eingegraben. Die Pogrome von 1938 waren von Plünderungen jüdischen Besitzes und demütigenden, gewaltvollen Übergriffen auf Jüdinnen und Juden begleitet. Jüdische Gemeindeglieder wurden niedergestochen, misshandelt oder zu Tode geprügelt. Allein in unserer Stadt waren es 554 jüdische Männer, die nach Buchenwald verschleppt wurden. Der 9. November 1938 sollte ein Wendepunkt in der Kette der politischen Ausgrenzung und Verfolgung darstellen, denn mit den Pogromen und anderen zeitnahen Ereignissen, wie zum Beispiel der sogenannten Polenaktion, verschärfte sich binnen kurzer Zeit die Situation der hier lebenden jüdischen Familien dramatisch. Die Pogrome bildeten den Auftakt für Massenmord, Verschleppung, Verfolgung, Misshandlung.
Die entsetzlichen Verbrechen Deutschlands, der Genozid an den europäischen Jüdinnen und Juden, für die heute die Wannsee-Konferenz im Jahr 1942, das Vernichtungslager Auschwitz oder Buchenwald stehen, begründen, warum wir fest an der Seite Israels stehen und dies auch bekennen. Der Zivilisationsbruch, für den das heutige Deutschland in der Verantwortung steht, ist das historische Fundament für das Gebot, alles für Israels Sicherheit und das jüdische Leben in unserer Stadt zu tun. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr enge, sehr persönliche Beziehungen nach Israel aufgebaut. Es gibt einen Austausch- und Besuchsprogramm für exilierte Jüdinnen und Juden mit Wurzeln in Leipzig. Wir haben eine wunderbare Städtepartnerschaft mit Herzliya. Und wir stehen seit dem 7. Oktober in besonderer Weise noch einmal eng mit unseren israelischen Freunden im Kontakt und wissen um die Nöte vor Ort. Mitgefühl, Anteilnahme, Sorge, Hilfeangebote. Diese Solidarität soll keine Lehrformel sein, sondern es ist uns ein emotionales Anliegen. Ich bin sehr froh, dass wir im Stadtrat parteiübergreifend dazu ein klares Bekenntnis abgegeben haben. Meine Damen und Herren, die von der Hamas begangenen Massaker sind kein Befreiungskrieg. Diese irrige, fast schon obszöne Einordnung, die auch in unserem Land vielfach vertreten wird, ist bestürzend. Denn das Gegenteil ist der Fall. In der Kriegsführung der Hamas spielen die berechtigten Belange der Palästinenser kaum eine Rolle. Die Terrororganisation hat die Auslöschung Israels im Sinn und nimmt dafür die Bewohner des Gazastreifens in Haftung. Hohe Opferzahlen unter den Palästinensern zu riskieren, ist Teil des Kalküls. Unsere Gedanken sind daher auch bei den palästinensischen Familien, die dieser Kriegsführung ungeschützt ausgesetzt sind. Wir gedenken auch der Opfer in Gaza und wissen aber um die Verursacher, die Terrororganisation Hamas. Israel hat ein legitimes Recht auf Selbstverteidigung. Dies gilt unbeeindruckt der innenpolitischen Spannungen, die Israels Demokratie in den vergangenen Monaten durchlebt hat. Weil wir Freunde sind, können wir auch kritisch mit unseren Freunden sprechen. Ja. Aber eine Relativierung dessen, was als Antisemitismus zu gelten hat, leitet sich aus dem Konflikt, dessen Lösung durch den Terrorangriff erst recht in weite Ferne gerückt ist, nicht ab. Der Frieden, den sich so viele wünschen, wird einen ganz, ganz hohen Preis haben. Ich möchte daher nochmal betonen, dass wir von den verschiedenen Strömungen getragenen Antisemitismus, der mal israelkritisch daherkommt, mal islamistisch, mal rechtsextrem, mal eher links einzuordnen ist und dabei wohl auch zwischen irregeleitet einerseits und verfestigt andererseits changiert, dass wir diesen Antisemitismus weder tolerieren noch akzeptieren. Wir sind aufgerufen, und ich werde ihr hier sein auch, als dieses Bekenntnis. Wir sind aufgerufen, diese rote Linie ganz glasklar zu benennen. Und dennoch in der Sache besonnen. Denn wir können das durch die Massaker am 7. Oktober zutage getretene Spektrum des Antisemitismus nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Wir sind nicht naiv. Die sächsische Staatsregierung hat in den letzten Wochen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz jüdischer Synagogen und Einrichtungen ergriffen und am 1. November anlässlich eines Treffens mit den jüdischen Gemeinden in Sachsen ihre Solidarität mit Israel bekräftigt. Gut so. Lassen Sie uns nicht fassungslos darüber sein, dass wir Jüdinnen und Juden schützen müssen. Nein, lassen Sie uns stattdessen in aller Deutlichkeit unterstreichen, dass wir dies tun. Ich nehme das in Leipzig von unseren jüdischen Freunden artikulierte Gefühl der Gefährdung
das in Vermeidungs- und Rückzugsverhalten mündet und zu großen Ängsten führt, sehr, sehr ernst. Menschen in unserer Mitte haben plötzlich Angst, eine Kippa zu tragen in der Öffentlichkeit. Haben Angst, sich zu bekennen. Haben Angst, als Juden, als Jüdinnen erkannt zu werden. Das dürfen wir nicht kleinreden. Was es braucht von uns, ist Herzenswärme, Anteil und Parteinahme. Zu eklatant ist der Gegensatz zwischen den lauten Stimmen auf der einen Seite, jene, die sich in den sozialen Medien und auf der Straße mit den Palästinensern identifizieren und eigentlich die Hamas unterstützen. Und dem Schweigen vieler, zu vieler zu den Gräueltaten des 7. Oktober. Diese verbreitete Unfähigkeit, mit Israel und der jüdischen Welt zu trauern, Empathie zu zeigen, müssen wir überwinden. Wir trauern heute um die Opfer der Pogrome von 1938 und die Ermordeten der Shoah. Und wir trauern auch um die Opfer des 7. Oktober. Wir fühlen mit all den Angehörigen, die durch die Massaker Familienmitglieder, nahe Verwandte und Freunde verloren haben. Auch sind wir mit den Gedanken bei denen, deren Leben durch die Verschleppung nach Gaza bedroht ist und jenen, die der Befreiung ihrer Angehörigen harren. Die Shoah ist unvergleichlich brutal, einzigartig grausam, aber nicht abwegig, wie Claude Lanzmann es ausgedrückt hat. Die Juden waren 1938 unmittelbar davor und danach, ich zitiere, ohne politische Schlagkraft und politischen Status schutzlos ihrem Schicksal ausgeliefert. Von wenigen Ausnahmen abgesehen waren sie nicht in der Lage, Gewalt auszuüben und daher zur Überflüssigkeit verurteilt. So Lanzmann. Und die manchmal beklagte Härte Israels erklärt sich allein aus dem Umstand, dass dieses Land weiß, dass es die einzige Gewähr, wirklich die einzige, für jenes nie wieder ist, mit ganzer Kraft die Existenz ihres Staates zu verteidigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns an diesem Tag ein ganz warmes Shalom. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jung, sehr geehrter Herr Kaufmann, liebe Frau Lefkowitz. Es ist mir eine Ehre, heute zu einem so ernsten, aber wichtigen Anlass hier zu sein. Und es ist mir eine Ehre, für Botschafterin Lippstadt einspringen zu dürfen, die leider ihre Stimme verloren hat, wie der Oberbürgermeister gesagt hat, und mich gebeten hat, einige Bemerkungen in ihrem Namen zu machen. Botschafterin Lippstadt ist zutiefst besorgt über den Anstieg des Antisemitismus weltweit, einschließlich hier in Deutschland und insbesondere im Hinblick auf die Terroranschläge vom 7. Oktober in Israel. Wir erleben antisemitische Taten, die an die Nazi-Propaganda der 1930er Jahre erinnern. Sie ist zuversichtlich angesichts der Ernsthaftigkeit, mit der die deutsche Regierung dieses Problem angegangen ist. Aber Regierungen können dies nicht allein tun. Es muss ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz sein. Die wichtigste Botschaft lautet: Wenn Sie etwas sehen oder hören, sagen Sie etwas. Das ist von entscheidender Bedeutung. Im Angesicht des Bösen kann man nicht tatenlos zusehen. So etwas wie unbeteiligte Zuschauer gibt es nicht. Wenn Sie nichts sagen, unterstützen Sie den Hass. Botschafterin Lippstadt
fühlt sich geehrt, an einem historisch so bedeutsamen Tag an diesem historischen Ort zu sein, ebenso wie ich. Sie hat betont, wie wichtig Gedenkfeiern wie diese sind. Sie erinnern uns daran, dass es Unmenschlichkeit gibt. Aber sie erinnern uns auch daran, wie wichtig es ist, dass wir selbst Verantwortung übernehmen, um die Verbreitung des Hasses zu verhindern. Vielen Dank. Der giftige Rauch des Brandes von 1938 hat sich nicht aus der Luft verflüchtigt. Dieser Rauch versucht manchmal, unser Gemeinsames nie wieder zu verbergen. Aber die Hitze eines anderen Feuers verbrennt heute mein Herz. Wenn es um das jüngste Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Israel geht, hört man oft, ja, aber. Was aber? Wenn es um das brutalste Massenpogrom in der modernen Geschichte unserer Zeit geht. Was ist neu an diesem Pogrom? Und woher kommt diese Aber? Wegen der Brutalität des Pogroms? Wegen des Sadismus des Pogroms? Wegen ihres besonderen Zynismus? Wegen der schamlosen Verwendung namens Gottes bei der Ausübung von Gewalt? Nein. Neu ist, dass der jüdische Staat sich gegen das Pogrom gegen Juden erhoben hat. Und das ist diese Aber. Vielleicht nach Meinung deren, die Aber sagen, sollten Juden bei einem Pogrom keinen Widerstand leisten. Nicht in den vergangenen Jahrhunderten und auch nicht im 21. Jahrhundert. Aber heute gibt es einen jüdischen Staat und der hat sich zur Verteidigung der Juden seines Staates erhoben. Und dann sah die UNO das Leid und den Kummer den Menschen, die in dieser Region leben. Aber die UNO wollte die Ursache für dieses Leid nicht sehen. Und die Ursache dieses Leid ist Terror. Terror der Hamas. Die große Mehrheit der UN-Mitgliedsländer hat kein einziges Wort verloren, um diesen Terror zu verurteilen. Ja, aber. Aber was aber? Der unerbittliche Kampf gegen Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs forderte Millionen zivile Opfer. Das sind unwiederbringliche Opfer. Aber der Nationalsozialismus musste besiegt werden. Besiegt im Namen des Lebens. Das Hamas kämpft für den Tod. Sie bedecken sich mit Religion, aber ihre gewaltige Ideologie widerspricht der muslimischen Religion.
der Islam wie auch das Judentum und das Christentum vertritt traditionell die Auffassung, dass die Gläubigen den anderen Religionen Respekt entgegenbringen sollen. Die Mitglieder der israelischen Religionsgemeinde zu Leipzig beten um Frieden für die Familie unserer Verwandten und Freunde in Israel, um Frieden für die großen und kleinen Nationen und um Frieden für alle religiösen Gruppen. Das Arjowitsch-Haus ist offen für alle, die den Dialog, die Harmonie und die Verständigung in unserer Gesellschaft suchen. Dafür, dass wir das können, danken wir allen, die sich mutig mit uns solidarisieren. Ich danke der Polizei und der Stadt Leipzig für ihre bedingungslose Unterstützung. Aber heute versuchen die Terroranhänger, uns als Geiseln der Angst zu nehmen. Und ich muss gestehen, dass ich Angst bekommen habe. Ich habe Angst um uns alle. Ich fürchte, dass der Damm unserer gemeinsamen Solidarität gegen Flut des Hasses zu schwach ist. Zu oft höre ich von Politikern, von Medien, von der einfachen Bürger dieses Ja, aber. Nicht aber, sondern Ja. Ja. Ein klares Ja zu Kampf gegen den Terror und den Judenhass. Alle Farben und Kolonnen. Nie wieder ist kein leeres Wort. Nie wieder ist jetzt. Lieber Herr Oberbürgermeister Jung, liebe VertreterInnen der jüdischen Gemeinschaft, liebe Anwesende. Vor 2 Jahren stand unser Vorstandsvorsitzender des Erich-Zeigner-Haus e.V. Raimund Grafe an meiner Stelle und begann mit dem Zitat des jüdisch-ungarischen Philosophen Georg Lukács: Ohne Aufdecken der Vergangenheit gibt es kein Entdecken der Gegenwart. Wir reden hier über die Zeit des Nationalsozialismus mit all seinen Gräueltaten. Ich schaue mir das Zitat an und stelle fest, dass Georg Lukács recht hat. Dass für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft die Erforschung und Vermittlung der Geschichte zentral ist. Und es gilt, noch immer einiges aufzudecken. Und dennoch muss ich weiter feststellen, im Jahr 2023 ist die Vergangenheit doch eigentlich zu einem großen Teil aufgedeckt. ZeitzeugInnen und HistorikerInnen haben in den vergangenen 90 Jahren die Geschichts- und Sachbücher gefüllt. Jedem von uns ist bewusst, was damals passiert ist, wie es so weit kommen konnte und welche Verantwortung wir eigentlich für die Gegenwart und Zukunft haben. Eigentlich. Denn das ist doch das Erschreckende. Wir wissen mittlerweile um die Vergangenheit und dennoch nimmt der Antisemitismus nicht ab. Die Vorurteile gegenüber anderen Religionen, aber auch gegenüber Menschen, die eine andere Hautfarbe oder ein anderes Herkunftsland haben, nehmen zu. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Querdenkerbewegungen sowie ein Erstarken von rechtem Populismus haben all diesen Hass, diese Vorurteile und Verschwörungen wieder salonfähig gemacht. Antisemitismus ist aber kein alleiniges Problem von rechts. Wir finden es überall, von so vielen verschiedenen Menschen in so vielen verschiedenen Altersgruppen. Genau deshalb
leben in unserer Stadt auch heute Jüdinnen und Juden mit einem unguten Gefühl, fühlen sich nicht sicher, wollen keine Kippa tragen oder in der Öffentlichkeit Hebräisch reden. Daher sehe ich viel weniger das Problem im Aufdecken der Vergangenheit und im Wissen um die Verbrechen der Nationalsozialisten, sondern eher darin, um es mit den Worten Theodor Adornos zu sagen, dass die Vergangenheit erst dann aufgearbeitet wäre, wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt wären. Auch die derzeitigen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zeigen uns dies. Der Konflikt ist komplex. Aber nirgendwo und nichts, aber auch gar nichts, rechtfertigt weder die Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung von Jüdinnen und Juden in Israel, noch Übergriffe auf Synagogen und Geschäfte jüdischer MitbürgerInnen oder Hasspropaganda gegen Israel bei uns. Wir sind in der Verantwortung, und zwar jeden einzelnen Tag. Wir kämpfen scheinbar gegen Windmühlen an und man beginnt nachvollziehen zu können, warum einige diesen Kampf aufhören zu führen. Doch ist es heute wichtiger als je zuvor. Als Erich-Zeigner-Haus-Verein sind wir einer der Leipziger Vereine, die Stolpersteine verlegen. Gemeinsam mit Schulgruppen recherchieren wir Schicksale und Biografien und versuchen den jungen Menschen, das Anfangszitat mit auf den Weg zu geben. Ohne Aufdecken der Vergangenheit gibt es kein Entdecken der Gegenwart. Die Übertragung der erinnerungskulturellen Verantwortung in die nächsten Generationen sehen wir als zentrale Aufgabe unserer Arbeit. Mittlerweile liegen in Leipzig über 700 Stolpersteine an rund 250 verschiedenen Orten. Sie zeigen uns, dass die Verbrechen an den Menschen und vor allem an Jüdinnen und Juden ab 1933 und verstärkt ab dem 9. November 1938 nicht an einem einzigen Ort, nicht nur im Gebetshaus, nicht nur im Geschäft stattgefunden haben, sondern überall. Zu Hause, auf Arbeit, im Zentrum wie im Randgebiet, in der Stadt genauso wie im Dorf. Tagtäglich geben die Stolpersteine den Vorbeilaufenden die Möglichkeit, auch dann an die Verbrechen und die Menschen zu erinnern, wenn nicht gerade der 27. Januar, 8. Mai oder 9. November ist. Damit die Stolpersteine über das ganze Jahr sichtbar bleiben und niemand einfach an ihnen vorbeigehen kann und sich stets daran erinnert, organisieren wir als Verein jährlich zum 9. November die Gedenkaktion Mahnwache und Stolpersteine putzen. Voller Freude und Stolz über eine so unglaublich engagierte Zivilbevölkerung werden heute alle Stolpersteine geputzt und an die dahinterstehenden Schicksale erinnert. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle Beteiligten. Zum Schluss bleibt mir nur noch eins. Bitte bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, wenn Sie Ausgrenzung und Hass sehen. Bleiben Sie stehen, wenn Ihnen oder anderen Ungerechtigkeiten widerfahren. Bleiben Sie stehen, wenn andere sich unsicher fühlen. Bleiben Sie auch mal stehen, wenn Sie einen Stolperstein sehen. Und bitte kämpfen Sie weiter gegen diese zuvor beschriebenen Windmühlen unserer Zeit. Vielen Dank. Shalom.